Das Berufsbild des Buchhändlers ist im Moment sehr im Wandel. Man kann den Beruf erlernen im klassischen Sortiment, im Antiquariat oder auch im Verlag. Als Verlagsbuchhändler ist man im Verlag und plant die Bücher und produziert sie. Im Zwischenbuchhandel ist man dafür verantwortlich, dass die Bücher, die in der Buchhandlung gerade nicht vorrätig sind, am nächsten Tag für den Kunden da sind. Ja, im Sortimentsbuchhandel ist man derjenige, der einem begegnet, wenn man in eine Buchhandlung reingeht, beraten werden will oder was bestellt. Zum Buchhändler sein gehört aber nicht nur das Verkaufen von Büchern, sondern auch Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Da gehört zum Beispiel dazu, dass man Lesungen mit Autoren organisiert oder für Kinder Workshops mit Illustratoren macht. Das ist nochmal was ganz anderes und unheimlich spannend. Am meisten Spaß macht mir eigentlich das Beraten von Kunden. Das ist jedes Mal wieder eine Herausforderung für die, genau das richtige Buch zu finden. Und das ist auch das Schönste, wenn die dann nach 2 Wochen wiederkommen und sagen, ja, das Buch, was sie mir empfohlen haben, das war genau das Richtige. Das hat mir so unglaublich gut gefallen. Ja, das gibt einem unheimlich viel.